Wir haben den Kindern in der Schule begonnen zu lehren, wie man Bewerbungen schreibt. In der Schule und in der Gymnasium und am Arbeitsamt und auf der Uni, überall wird gelehrt, wie bewirbt man sich richtig um einen Posten. Wenn wir den Menschen lehren, wie man Bewerbungen schreibt, wird daraus ein Land der Bewerber. Ein Land der Bewerber ist immer ein Land der Arbeitnehmer. Wie sollen die noch Arbeit nehmen können, wenn es keine mehr gibt, die Arbeit gibt, weil man es denen immer komplizierter gemacht hat, Arbeitsplätze zu schaffen? Totale Fehlentwicklung. In Amerika lernt man den Kindern schon in der Highschool, wie man Businesspläne entwickelt, wie man Präsentationen macht, wie man Messestände kreiert, wie man Ideen entwickelt. Mit 11, 12 Jahren in der Highschool beginnen sie, Ideen zu entwickeln, Ausstellungsstände zu kreieren. Da gibt es für jedes Jahr gibt's nationwide Contests. Wer kann das am besten? Bis zum Präsidenten gibt es Auszeichnungen, bis nach Washington. Man lehrt den Kindern in der Highschool schon unternehmerisches Denken. Was tue ich mit meinen Talenten? Unsere Kinder sind in Amerika in die Schule gegangen, ich weiß, was man denen sagt. Wenn ich den Kindern in der Highschool, im Gymnasium schon lehre, wie man unternehmerisch denkt, wie man aus Talenten Problemlösungen macht, wie man die Frucht präsentiert, wie man eine Botschaft aufbaut, dann wird daraus ein Land der Unternehmer. Wenn ich sie ihnen lehre, wie man unternehmerisch denkt. Ein Land der Unternehmer ist immer ein Land der Arbeitgeber. Wenn ich aber den Menschen lehre, wie man Bewerbungen schreibt, wird daraus ein Land der Bewerber. Ein Land der Bewerber ist immer ein Land der Arbeitnehmer. Wie sollen die noch Arbeit nehmen können, wenn es keine mehr gibt, die Arbeit gibt? Werden wir die aus dem Land vertreiben? Fehlentwicklung. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich meinen Kindern sage, geh in die Schule, studier, dass du gescheit wirst, damit du dich um einen Posten bewerben kannst, um einen guten Posten bei einer guten Firma. Oder ich meinen Kindern sage, geh in die Schule, studier, dass du gescheit wirst, damit du eine Firma gründen kannst. Damit du eine Firma kaufen kannst. Was sagen wir unseren Kindern? Das wird aus ihnen. Und das, was wir unseren Kindern sagen, daheim und in den Schulen, so schaut Deutschland in 40 Jahren aus. So wird Deutschland in 40 Jahren regiert.